Hi, ich bin die Charlotte. Und der Thomas von der Firma Purin. Und wir stellen euch heute unseren Funktionswerkstoff Purinit vor. Kommt mal mit. Los! Unser holzwerkstoffähnliches Material Purinit steht nicht nur unter hohem Leistungsdruck, sondern muss sich täglich unter schwierigsten Bedingungen beweisen. Das Purinit-Stück ist jetzt seit über 1000 Tagen im Aquarium und immer noch komplett unversehrt und intakt. Purinit ist nicht nur extrem feuchtigkeitsbeständig, sondern darüber hinaus auch wärmedämmend, druckfest und verrottungsfest. Aufgrund dieser hervorragenden Eigenschaften wird Purinit dort eingesetzt, wo Holz und Holzwerkstoffe an ihre Grenzen stoßen. Bei der Produktion von Polyurethan-Dämmplatten und bei der Weiterverarbeitung auf der Baustelle entstehen Materialreste in Form von Verschnitten und Sägemehl. Statt diese Materialreste zu entsorgen, produzieren wir daraus unsere leistungsstarken Purinitplatten. Die Polyurethan-Reste werden im Klebpressverfahren zu Purinitplatten gepresst. Und wir schauen uns jetzt mal das Ergebnis an. Purinit ist als Wärmedämmstoff geprüft und zertifiziert und auch für Innenräume zugelassen. Purinit findet in den unterschiedlichsten Bereichen Anwendung, zum Beispiel als Bauelement oder Kernwerkstoff bei Fenstern, Türen und Fassaden, in Wohnmobilen oder im Schiffsbau. Auch in Bad- und Spa-Bereichen oder Outdoor-Küchen kann Purinit eingesetzt werden. Darüber hinaus eignet sich Purinit auch hervorragend im Dachbereich zur Vermeidung von Wärmebrücken, nur um ein paar wenige Beispiele zu nennen. Purinit kann mit denselben Maschinen, Anlagen und Werkzeugen bearbeitet werden wie Holz, also zum Beispiel sägen, fräsen, bohren, kleben oder beschichten. Wir stehen nicht nur vor, sondern auch hinter unserem Produkt. Purinit Leistung setzt sich durch.